Im Sommer ging es für mich noch 2 Wochen nach Italien an den Gardasee auf einem Campingplatz. Die erste Woche war relativ unspektakulär. Es war einfach nur heiß. Ich glaube um die 38 Grad. Wenn man Gassi geht und das ganze Gehen so aussieht, ist es zu warm für den Hund. Das fand nicht nur ich, sondern auch vermutlich den kleinen Vogel. Also habe ich dem erstmal was zum Trinken gegeben und seitdem besucht er uns eigentlich fast jeden Tag. Aber auch eine kleine Eidechse besuchte uns regelmäßig. Irgendwann tröpfelt es ein bisschen und es kühlt es sich zumindest ein bisschen ab. Das Gefühl dann doch ganz Italien unterging. Gekocht wurde entweder selber auf dem Gasgrill oder auch ab und zu das ein oder andere Essen bestellt. Aber der Abwasch macht es sich leider trotzdem nicht allein. Passend zum heißen Wetter gab es natürlich auch viel Eis. Mein persönliches Highlight auf dem Campingplatz waren abends die Strandkonzerte oder auch die Musical auf der Bühne. So überfüllt war, habe ich mir einfach kurzerhand einen VIP-Platz auf dem Blumentopf verschafft. Vom Campingplatz aus konnte man zu Fuß guten 20 Minuten nach Lazise laufen.
weshalb ich auch gleich öfters dort war. Meiner Meinung nach eine sehr schöne mittelalterliche Altstadt mit vielen Gassen und einer Stadtmauer, die seit dem 15. Jahrhundert vor Angriffen schützen sollte. Früher war es nämlich vor allem eine Handels- und Militärstadt. Heute ist es zum Großteil autofrei und es gibt viel zu entdecken, wie zum Beispiel die Skalinger Burg aus dem 9. Jahrhundert. Maritare. Figlie mie, tutte d'ara, mamma mia, pensaci tu. Se ti togno lo scapparo, e tu vai, e tu vene, e a morte tu, maritere. Se ci pigli la fantasia, mi batta di la figlia mia. Uè, mamma, me voglio maritare. In Torbole gab es sogar was, um neue Münzen zu prägen. Torbole war früher ein Fischer- und Holzfällerdorf und ist heute vor allem fürs Windsurfen und Segeln bekannt, aber auch so sehr schön. Lost Places gibt es hier in Italien gefühlt überall. Peschiera ist ebenfalls eine Altstadt, die aber völlig von Kanälen umflossen wird. Sie ist berühmt dafür, dass sie im einzigen Abfluss des Gardasees liegt. Verona kennt vermutlich die meisten. Für Romeo und Julia gilt sie als die romantischste Stadt Italiens. Inwiefern oder ob die zwei es wirklich gab, absolut keine Ahnung. Aber Fun Fact, man beachte, sie waren laut Geschichte 14 und 13 und kannten sich gerade einmal 5 Tage. Der Balkon wurde später aufgebaut und dient nur als Kulisse. Die Stadt wurde aber schon in vorchristlicher Zeit gegründet und gehörte 89 vor Christus zur römischen Kolonie, was sich auch auf das Aussehen der Stadt auswirkte. Mi sembra quasi d'impazzire, ma quando sento un brivido, non lo so dire, non lo so dire, non lo so dire. Parole per scrivere distanza.
posso dire, vorrei prendere l'amore, poterlo trasformare nel puro sentimento che siamo bravi a decantare. Als letztes war ich noch in Malkesine. Als erstes fällt einem hier schon von Weitem die mächtige Skaligerburg am höchsten Punkt auf. Auf Kunst und Kultur wird hier vor allem viel Wert gelegt. Mit meinem Bruder ging es dann noch ins Gardaland. Irgendwie fanden wir, beziehungsweise eigentlich nur er, es eine gute Idee, gleich als erstes die Achterbahn mit Loopings zu fahren. Komischerweise war es tatsächlich eine gute Idee, da wir mit grob 2 Stunden Anstehzeit pro Fahrgeschäft auch nicht wirklich viel an dem Tag schafften. War ich dann ausnahmsweise mal nett und mein Bruder durfte sich dann noch was im Lego-Shop aussuchen. Und natürlich nicht zu vergessen, Wasser, unser Stand-Up-Paddle und Sonnenuntergänge.